Also ich habe einen Kaffee gekocht. Willst du auch rein? Ja, mach mal bitte mit. Danke. Ja, das ist natürlich alles ohne nervliche Belastung, ne? Weil man hat ja das tägliche Leben in der Familie, im Freundeskreis, auf der Arbeit, als Mensch, der so einen Schicksalsschlag erfährt und trotzdem seine Pflicht erfüllen muss, habe ich, sage ich mal, eine Maske eigentlich nur auf. Ich habe nur eine Maske auf, insofern, dass ich mich einfach so gebe, wie ich eigentlich mich gar nicht geben kann oder könnte, denn innerlich sieht es bei mir aus, das darf man eigentlich auch nicht erzählen, denn mit sich den ganzen Tag mit dem Taschentuch in der Ecke sitzen und weil das alles so weh tut. Ja, und aber das geht nicht. Man hat Verantwortung seiner Familie gegenüber und das ist wirklich nicht einfach. Und man lebt die ganzen Jahre damit und es wird immer schwerer, aber... Sie trug eine schwarz-weiße Perlenkette und ein Tattoo-Halsband. Dazu verschiedene Armbänder, eine silberfarbene Uhr mit der Gravur Katrin auf der Unterseite und beinahe an jedem Finger einen Ring. Außerdem hatte Katrin ihr Handy dabei, ein Gerät des Typs Alcatel One Touch. Diese Begegnung ist das letzte sichere Lebenszeichen von Katrin Kohnert. Und ich habe geträumt, dass wir während oder nach der Sendung einen Anruf bekommen, einen anonymen Anruf, wo man uns mitteilt, wo die Leiche liegt. Es war ein Traum. Alle Anrufer, die sich heute Abend hier gemeldet haben, glauben, Katrin lebend gesehen zu haben. Ein Anrufer, zum Beispiel aus der Türkei, behauptet, heute mit ihr noch geredet zu haben. Und er hat Informationen, die er einfach nicht aus der Sendung haben kann. Und wir sind ja, sage ich mal, fast, naja, aber wirklich nur fast an der Stelle, wie an dem Tag, wo sie verschwunden ist. Gibt zwar ein paar Sachen, aber was detailliert ist, dass man irgendwie ihr Handy gefunden hat oder irgendwelche andere Sachen, die ihr gehören, ist ja absolut nichts aufgetaucht. Ja. Und das ist ja das merkwürdige an der Angelegenheit. Ich war an dem Tag zu Hause, in meinem Zimmer, und dann habe ich halt eine Nachricht bekommen von Katrin, dass ich Mama und Papa Bescheid sagen soll, dass sie zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr zu Hause ist, und habe mir das auch durchgelesen und habe das gelöscht, und für mich war die Sache erledigt. Ich habe gesagt, gut, sie ist zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr zu Hause, und dann habe ich das auch so weitergegeben. Und dann kam Mama ins Zimmer um kurz nach 7, 19.02 Uhr oder so. Und hat gefragt, ob Katrin sich gemeldet hat. Und da habe ich gesagt, ja, sie hat mir eine Nachricht geschrieben, dass sie zwischen 6:30 und 7 zu Hause ist.
Und Mama hat das dann auch so aufgenommen, aber dann irgendwie nach ein paar Minuten hat sie dann irgendwie auch gespürt und gesagt, das stimmt irgendwas nicht. Und daraufhin hat Papa dann gesagt, ja los, dann fahren wir da jetzt gucken. Nachdem ja alle Krankenhäuser und so weiter abtelefoniert hat, sind wir dann halt losgefahren. So gegen 7:30 sind wir nach Bern gefahren. Ich weiß noch genau, wie wir ausgestiegen sind und sie überall gerufen haben und ich noch hinter dem Haus da gegangen bin. Ja, und es war alles so dunkel und so kalt und man hat einfach nur die ganze Zeit ihren Namen gerufen. Ja gut, das war ja dieses Mistwetter auch, da war kein Mensch auf der Straße. Blitzeis, Minusgrade. Und deswegen konnte man da auch nie irgendjemanden ansprechen oder man hat niemanden gesehen, dass man hätte fragen können, hast du hier ein Mädchen gesehen mit dunklen Haaren, schwarze Jacke, schwarze Hose, schwarze Schuhe, weißen Rollkragenpullover. Da war ja niemand da. Dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Man geht ja auch nicht davon aus, dass sowas passiert. Hätte man das vorher gewusst, dann wäre ich wahrscheinlich durch ganz Bergen die ganze Nacht gelaufen. Machen, wie wir es immer machen. Und dann machen wir das auch so einfach. So. Der Grundgedanke ist da und der bleibt auch so lange bestehen, bis mich irgendjemand oder bis mir irgendjemand was anderes sagt oder mich irgendwie anders überzeugt. Aber solange spüre ich Stein und Bein, dass es irgendwann an der Tür klingelt und da könnt ihr machen, was ihr wollt. Das ist. Tja. Das war's erstmal. No, no, no. Es gibt keine Schokolade. Nein. Nein. Du bist doch sauer. Ja, so ist es. Man ist immer in Jange. Nicht abgelenkt. Ne? Jetzt kommt die Schokolade, ne? Die letzten Geburtstage waren nicht so schmerzhaft, waren schon schmerzhaft, aber nicht so schmerzhaft wie der heute, weil sie 18 halt ist. Und jeder Mensch weiß, dass sich jeder Jugendliche sich seinen 18. Geburtstag freut. Also, du bist zum Geburtstag. Piep, 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 guten Appetit. Guck mal, wie dick Katrin da war, ey. Kleine Murmel. So, sieht Katrin aus wie Frank, ne? Allein der Gedanke, wenn sie wieder auftauchen würde. Ich würde sie nicht mehr loslassen. Ich würde sie nur noch festhalten. Hinter uns gebracht. Nur wollen wir weiter hoffen. Das Erste, was man auf den Plakaten auch sieht, ist dieses Lächeln. Dann kann man erst die Schrift lesen. Ja.
Die ganze Aktion soll ja auch dazu dienen, den Pulsschlag des Täters zu erhöhen. Erstens kennen wir ihn nicht und zweitens wissen wir auch nicht, was passiert ist, um daraus möglicherweise Rückschlüsse auf den Täter zu ziehen. Das kann genau so ein ganz honoriger Familienvater sein, wie irgendwie ein ausgeflippter, was weiß ich, Teenager. Das stört so ein bisschen die Idylle, ne? Auch die aufgestellten Schilder jetzt. Das ist halt was Außergewöhnliches. Die Idylle, die gibt es meiner Ansicht nach nicht. Der hat immer irgendwo einen Haken. Man zieht sich ein bisschen mehr zurück, noch mehr zurück, dass man eben an bestimmten Dingen nicht mehr so teilnimmt, wie man früher teilgenommen hat, weil eben einfach auch, ich will nicht sagen, die Lust fehlt, aber irgendwie das Interesse nicht da ist. Sagen, dass man da vielleicht sogar neidisch drauf ist, auf die Leute, auf die Personen, die sich dort befinden, sorgenfrei Karussell fahren, sorgenfrei ihre Bratwurst zu sich nehmen oder ein Bier trinken. Ja, aber ein Freund von mir würde sagen, so ist halt das Leben, ne? Und wir leben eben damit. Das ist so. Ganz wie ein ganz normales Mädchen. Lebensfroh, lustig, hat viel gelacht, gerne gelacht, so wie wir das auch tun. Wir hatten ja fast alle ein und dasselbe Alter. Es war immer jeder ein Jahr älter von uns Vieren. Wir sind morgens zusammen alle vier aus dem Haus, sind zur Schule gegangen, sind nach Hause gegangen zusammen alle. Und man hat sich unterhalten, so natürlich über Jungs und was man in dem Alter halt irgendwie so macht, ne? Da ist halt Schule, Jungs und Klamotten interessant. Katrin ist ja immer die Jüngste gewesen, musste sich natürlich dementsprechend auch durchboxen. Das ist ganz klar, ne? Mir hat sich halt nie irgendwas gefallen lassen. Träume sind Schäume, sagt man ja meistens. Aber es gibt natürlich auch Träume, da möchte man nicht aufwachen. Weil man sie dann in dem Traum sieht oder irgendwas mit ihr erlebt oder unternimmt. Es gibt Momente, wo ich abends gerne einschlafen mag, in der Hoffnung, dass sie vielleicht nachts bei mir ist. Wenn es dann ein guter und ein schöner Traum ist, aber es gibt natürlich auch Träume, die dich nicht einschlafen lassen wollen oder wo du dir wünschst, du wachst jetzt auf. Am liebsten würde ich meine Sachen packen und einfach das alleine in die Hand nehmen und sagen, versuch das irgendwie alleine zu machen und sie zu finden. Das ist natürlich immer die Kraft erstmal, sich zu überwinden und hierher zu fahren und sich das Haus anzugucken. Es weckt halt Erinnerungen, ne? Und wenn man schöne Erinnerungen hat, dann ist man ja auch glücklich dabei. Das Verletzende daran ist halt einfach, dass sie nicht wieder nach Hause gekommen ist oder nicht aufgetaucht ist. Ich habe das Gefühl, ich habe sie jetzt gerade irgendwie bei mir. Wie sie in ihrem Zimmer ist gerade, also es tut mir gut, also es tut mir nicht weh. Oder
Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich direkt davor stehen würde und vielleicht noch mal vor ihrem Fenster, Zimmerfenster stehen würde oder direkt in dem Haus stehen würde. Das weiß ich eben nicht. Vielleicht ist es auch gut so, gerade die Distanz. Aber hier habe ich sie das letzte Mal in meiner Nähe gehabt. Ist irgendwie ein schönes Gefühl. So, ich habe das Gefühl, ich sehe sie gerade überall. Irgendwie. Dass sie wirklich gerade da ist. Total krass. Ich kann gerade... sicher, dass sie das war. Also ich habe ein sehr gutes Gedächtnis ja. und ich bin mir da 100%, also 90% auf jeden Fall, weil die Haare, wie gesagt, sie hat jetzt so rot-blonde Haare gehabt und sie war ein bisschen hausbäckiger. Ich kann nur das sagen, dass ich das Gesicht erkannt habe. Ja, ja. Und das war nach 4 oder 5 Monaten, als ich das Mädchen letztes Mal gesehen habe. Junge Gesichter, auch Gesichter, die was durchgemacht haben. Tja, junge Leute, die sich da denn Geld verdienen für Drogen und dergleichen. Man will sie zwar da und da gesehen haben, aber es gibt von keinem eine hundertprozentige Aussage, dass sie das auch wirklich ist. Ja. Ich habe es mir leichter vorgestellt. Es war mir klar, dass Katrin nun nicht irgendwo steht und winkt und sagt, hallo Papa. Aber ich war nicht darauf gefasst, hier in so eine riesen Stadt zu kommen. Ich glaube eben doch, dass meine Suche ins Leere führt. Bis zu dem Zeitpunkt, sagen wir mal so. Gut. Gut, gut, gut. In der Ecke sitzen würde und die alles fallen lassen würde, was ich manchmal, das kann mir wirklich jeder glauben, was ich manchmal wirklich gerne machen würde. Aber wenn er morgens um 4:30 mein Wecker klingelt oder um 4, je nachdem, dann kann ich eben halt nicht liegen bleiben. Da muss ich dann hoch, obwohl ich manchmal gerne liegen bleiben würde, weil ich dann, ja, weil ja die Lust und der Antrieb fehlt eben. Aber was soll's? Da muss man halt durch. Doch andersrum wäre witzlos. Sie ist im Berg verschwunden. Ja, ich wollte nach Gadow. Aber die Schippenbilder habe ich doch. Wenn es möglich ist, beide Strecken von Bergen aus. Also eine doch. Zurück. Nee, ja, weil die ist ja da hingegangen. Also von Bergen beide ansetzen. Wenn ich jemanden als Anhalter mitnehme, entschließe ich mich ja möglicherweise erst, wenn ich das Mädchen im Auto habe, zu irgendwelchen Dingen, die das Mädchen nicht will, also mehr oder weniger spontan tat und bin dann auch noch spontan mit dem, was ich dann gemacht habe, konfrontiert und muss dann auch sehr spontan
möglicherweise den toten Körper loswerden. Ich habe da nicht großartig Zeit zum Überlegen oder Plätze aussuchen oder ähnliches. Noch dazu bei den Witterungsverhältnissen, die damals geherrscht haben. Ja, wenn es ein örtlicher ist, der bringt sich hier irgendwo in den Wald und legt sie irgendwo ab oder deckt sie ab. Aber die Chance, dass sie dann da gefunden wird, bei den Pilzsammlern, bei den Urlaubern, ist doch zumindest nach der langen Zeit durchaus gegeben. Ich halte trotzdem immer noch die Fahnen hoch und sage, es wird alles positiv. Also es wird sich alles positiv entwickeln. Obwohl selbst von Seiten, wenn man unseren lieben Herr Ruscher hört, und er hat ja auch in einer gewissen Art und Weise recht, je länger die Zeit vergeht, ne, das ist, aber da wollen wir mal nicht dran denken. Das ist eben die Einstellung eines Kriminalbeamten, und das muss auch so sein. Und, aber trotzdem ist er immer für uns da, und das ist eine tolle Sache. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Weihnachten ist. Weihnachten ist. Tag, Frau Kuhne. Tag. Tag, Herr Kuhne. Hallo, Herr Ruscher. Na, bitte. Oh, ich hab endlich für mein Zimmer. Ja, bitte. Oh, Dennis, guck mal. Kannst du vor Weihnachten was auspacken? Ja, und? Und? Ja. Wo ist Frankie? Oh, danke schön. Wirklich? Ja, wir müssen reden. Oh, ich komme nochmal rein. Lieber guter Weihnachtsmann. Lieber Heinemann, hau mir du Böte an. Bitte deine Gute an, ich will immer haben. Nein, mit viel Verstecken. Wenn ich mich an das letzte Jahr noch dran erinnere, wo sie gekommen sind mit den Sachen für die Kinder, da hatte ich erstmal absolute Gänsehaut. Zeit vergeht ziemlich schnell, ne? Pass auf, jetzt, Herr Rusche ist der Weichensteller. Herr Rusche, Achtung. So, pass auf, jetzt steht im Kreis. Sollte eigentlich. Sollte eigentlich. Oh, jetzt gleich. Achtung. Nee. Doch. Okay. Jetzt hat er einen Kreis. Ja. Katrin. Oh. Ja, das ist ja ziemlich klein, das Paket. Sagst du mir nachher, ob das auch Richtigkeit was oder was? Nee. Wie bitte? Ich war nicht böse. Du warst nicht böse. Aber kannst du eigentlich nicht aufhören? Ja. Dann denn los. Lieber guter Weihnachtsmann, du bist gleich, ich bin groß, wie immer mein Geschenk, wenn ich so bin. Oh! Ja, ich bin gleich, du bist los. Manchmal, wenn ich so spazieren gehe, abends oder so, oder mit dem Fahrrad unterwegs bin, denke ich schon und rede auch laut. Ach Katrin, wenn du wüsstest, dass ich in Lüche wohne und dass ich immer noch mit Tobias zusammen bin. Und ne, damals war ich ja ganz frisch mit ihm zusammen. Dass ich eine Ausbildung fertig habe als Friseurin, das weiß sie ja alles gar nicht. Dass ich jetzt schwanger bin, denke ich auch so. Rede ich wirklich so, ach wenn du wüsstest. Das weiß sie alles gar nicht. Entschuldigung, das geht mir genauso. Dass man eben in sich kehrt und sagt, Mensch Katrin, wenn du wüsstest, was alles im letzten Jahr passiert ist. Dein Bruder Dennis, der spielt Fußball. Bruder Frank, der kommt nächstes Jahr zur Schule und. Generell, was so in der gesamten Familie passiert ist. Also, ja, es ist schade, ne? Es ist wirklich sehr schade. Aber man muss halt sehen, wir hoffen, dass wir das später irgendwann nochmal ihr erzählen können. Dokumentiert haben wir so ein paar Sachen, per Film und per Foto, dass man eben sagen kann, hier, das war da und das war da und ja.
Gerade umso älter man wird und umso länger es dauert, irgendwie umso schlimmer wird es, weil es passiert jetzt immer mehr, man wird immer erwachsener, es kommen die Kinder, es kommen die Familie, kommt wahrscheinlich irgendwann die Hochzeit und es ist immer wieder dann ein Punkt, was einen erinnert, wo man echt dann denkt, wenn du wüsstest, und natürlich ist es schön, als Tante zu werden und es wäre natürlich auch für sie total schön, wenn sie auch Tante wäre. Und gerade jetzt, also ich finde gerade jetzt, wo Mandy halt schwanger geworden ist, ist es wieder so ein angebrochener Punkt irgendwie, finde ich. Weil man will ihr was zeigen, man würde ihr gerne was zeigen und man kann es nicht, es geht einfach nicht. Das sind zwei Leben. Ich habe mein eigenes mit meinem Kind, was ich halt versuche, irgendwie so in Bahn zu kriegen. Und das andere ist halt, wo man immer ein Stück Erinnerung mit drin steckt. Also Lisa weiß schon, dass es noch eine Katrin gibt, meine Schwester. Aber da wäre ich wieder mit dem Konflikt in Verbindung gebracht, wenn sie ständig fragen würde. Deswegen erzähle ich nicht so viel mit ihr. Also sie weiß schon, Katrin, dass sie halt nicht mehr da ist und keiner weiß, wo sie ist. Die fragt dann nur, wo sie ist und ob man sie nicht abholen kann. Und ja, das ist ja auch das, was ich so sage. Man hat halt zwei Leben. Man ist halt Mutter und trotzdem auch Schwester. Wie jeder andere halt auch eine Schwester hat, die aber immer greifbar ist und immer halt da ist, ist das halt ein ganz anderes Leben wie wenn man noch eine Schwester hat, die irgendwo im, ja, die halt nicht greifbar ist, die auch nie Lisa kennengelernt hat, die Lisa nie kennenlernen wird, das sind halt auch Sachen, die einen beschäftigen. Gibt es überhaupt Trost für Mütter, Väter, Geschwister, Familien, in denen ein Kind vermisst wird? Gibt es überhaupt jemanden, der euch durch so unendlich schwere Zeiten leiten kann, die immer wieder Kraft gibt, jeden Tag neu zu durchstehen, der mit der Frage beginnt, wo ist mein Kind? Wie geht es meinem Kind? Wann sehe ich mein Kind wieder? Und mit der gleichen Frage endet. Wie viel ist zerbrochen? Wie viel Kraft kostet es für manche noch immer, einen normalen Alltag zu leben? Hier wird Hilfe gebraucht, ganz unterschiedlich und individuell. Von Behörden, Ämtern, Rechtsanwälten, Ärzten, Priestern, eben von Menschen, die helfen, dass wir durchhalten, bis wir wissen, was mit unseren Kindern geschehen ist, wo sie sind. Und die leider viel zu früh verstorbene Frau Bruns, die wir auch, ich sag mal, die unsere Familie wirklich viel zu verdanken hat, die ersten Tage so eine tröstende Worte hatte, dass es liegt oft an Frau Bruns. Und die fehlt mir auch. Viele Kinder und das alles noch vor Katrin, das hat man ja alles gar nicht gewusst. Man hat sich ja da gar nicht so drum beschäftigt, das ist mir auch durch den Kopf gegangen. Also vor 2001, sage ich mal, hat man, ne, wenn man gehört hat, 96, das habe ich vorher gar nicht so gemerkt. Erst hinterher merkt man so nach und nach, Mensch, so viele. Ja, und dass es halt auch jedem passieren kann. Wenn so eine vermissten Fälle auftauchen,
dass die Leute wirklich mal schauen, dass man nie vergessen darf, dass es auch einen selber betreffen kann. Nicht nur im engsten Familienkreis, sondern auch im erweiterten Familienkreis. Sprich, Tante bei der Tante, beim Onkel oder. Ja, soweit. Soweit muss man denn auch denken. Und wirklich mal eben draufschauen und nicht einfach bloß sagen, ach, kann mir ja nicht passieren. Das ist so. Weil wir jetzt Wasser war, muss ich einen Grund haben, etc. Und. Das ist verkehrt. Hingucken, weiterleiten und schauen. Eine Vermisstensache, die sich über so lange Zeit hinzieht, noch dazu ein junges Mädchen, das hat es hier noch nicht gegeben. Was auch noch, meine ich, bezeichnend an diesem Fall ist, dass trotzdem, dass 10 bzw. 11 Jahre vergangen sind, wir im Grunde genommen heute genauso viel wissen wie die Woche nach ihrem Verschwinden. Und das ist also sicherlich sehr verwunderlich und auch irgendwo, weiß ich nicht, ja, gewisse Art von beängstigend. Ich gehe mal davon aus, dass derjenige, der mit dem Verschwinden von Katrin Kohner zu tun hat, in diesen Akten steckt. Wir sicherlich auch mit dem mindestens schon einmal gesprochen haben, wenn nicht öfter. Bin ich also ziemlich von überzeugt. Aus den einfachsten Gründen, dass es eben ein ganz bestimmter Zeitpunkt war, wo sie verschwunden ist. Wir hier ein ländliches Gebiet sind und die Umstände eben auch ziemlich ja, einmalig sind, sodass ich nicht glaube, dass es irgendein Fremder war. Also wir werden sicherlich schon mit demjenigen gesprochen haben. Schon bezeichnet. Die Bushaltestelle ist noch genauso wie vor 13 Jahren. Man hat sich ja schon auch über die Jahre oftmals versucht hineinzuversetzen, was hat das Mädel hier an dieser Stelle gemacht? Hat sie wirklich an der Straße gestanden und den Daumen rausgehalten oder ist sie hier langsam lang gegangen, wartend darauf, dass ein Fahrzeug anhält? Und wenn dann ein Fahrzeug hier anhält, möglicherweise auch jemand, den sie kennt, warum sollte sie sagen, nee, ich fahre nicht mit, sie will nach Hause, sie hat keine andere Möglichkeit. Und das ist ja sicherlich schon ein tragischer Ort, sag ich mal. Ne? Wir haben damals in so einer Plattenbausiedlung gewohnt, wo ich mir gesagt habe, Mensch, lasst mal unsere Kinder in Ruhe und Frieden aufwachsen auf dem Land. Hatten da schon immer ein bisschen so ein Faible für. Und ja, Gegend ist wunderschön hier, ist herrlich. Wie ich immer sah, da war, die Welt war ja noch in Ordnung und ja, bis 94 und dann, das lief ja alles, das war ja alles ja vor. Und dann hat es mit der Arbeit geklappt und die Kinder gingen zur Schule und ja. Und da mache ich mir heute noch Vorwürfe, dass ich mir sage, Mensch, wärst du mal noch eventuell doch in Magdeburg geblieben mit der Familie. Mittlerweile habe ich Diabetes bekommen, habe Herzprobleme. Man hatte mir einen Herzkatheter gelegt und mir jetzt im Moment auch, sage ich mal, nicht so besonders. Ja. Ja, irgendwann fordert der Körper mal seinen Tribut. Die Morde, die Mark Hoffmann gestanden hat, geben den Fahndern jede Menge Rätsel auf. Erst die kleine Levka aus Cuxhaven, dann gab er zu, auch den 8-jährigen Felix umgebracht zu haben. Ein Kinderschänder, der sich gleichsam an Mädchen und Jungen vergeht. Sehr untypisch. Noch merkwürdiger, die Taten, die er seinen Mitgefangenen gestanden hat. Neben 2 weiteren Kindern aus Ostdeutschland will Hoffmann auch 2 Anhalterinnen getötet haben. Und noch 2 erwachsene Frauen. Echt? Die sind dabei, ein sogenanntes Bewegungsbild über ihren Täter zu machen. Das heißt also, man versucht möglichst lückenlos, was nicht klappen wird, die gesamte Zeit
von einem bestimmten Zeitpunkt bis zu dem Zeitpunkt, wo er eben aufgefallen ist, abzudecken. Also zumindest sind wir so auseinandergegangen, dass wir einheitlich der Meinung waren, dass also das nicht unbedingt abwegig ist, dass er was mit dem Verschwinden von Katrin zu tun haben könnte. Ne? Ich meine, das sage ich Ihnen nichts Neues. Wenn er wieder erwarten, was damit zu tun hat, dann lebt Katrin nicht mehr. Ne? Und das ist sicherlich was auch, was Ihnen heute den Tag über durch den Kopf gegangen ist. Ja, das ist richtig, ne? Das ist korrekt. Also von meiner Seite sage ich jetzt so, ich hoffe, dass er ja, klar, ein Alibi hat. Das ist natürlich, denn diesem Herrn ist ja alles zuzutrauen. Das ist das Problem. Ja. Ich hoffe es für Sie auch, ne? Aber andererseits wäre ja dann auch mal irgendwann eine Gewissheit da. Ne? Nee, das ist schon. So in Ordnung. Ja, ja, ja. Das weiß ich ja. Das ist schon okay. Das weiß ich ja. Das wird irgendwann klingeln. Oder Sie sagen mir. Dann darf ich aber welche in den Backen hauen, ne? Gucken Sie mal, ob ich mich mitgebracht habe. Ja. Nee, es kommt. Es muss kommen. Das wird auch so kommen. Tja, wir werden wartend bleiben, schätze ich mal. Da wird es keine Antwort drauf geben, ob der da mit was zu tun hat. Also glaube ich nicht. Das wird er auch nie zugeben, wenn er wirklich damit zu tun hätte. Ich kann mir vom Prinzip ja gut vorstellen, dass auch andere Eltern, sag ich mal, die genauso bangen wie wir und wo Kinder vermisst werden, jungen Mädchen, dass die das genauso ins Kalkül ziehen. Und deswegen, für die ist es ja in dem Moment genauso grausam wie für uns. Es wird immer gewartet. Wir warten immer. Ob nun heute, morgen, übermorgen, es wird immer gewartet. Und lieber warten, als wenn was anderes kommt. Man möchte einfach nur, dass es irgendwo ein Ende hat, dass sie gefunden wird, vielleicht auch tot gefunden wird. Dass man dann eine Stelle hat, wo man hingehen kann und weiß, sie ist da. Vielleicht nicht so, wie man das gerne möchte, aber man kann jederzeit irgendwie in ihrer Nähe sein. Ich mag das überhaupt nicht, da durchzufahren. Man ist so kraftlos irgendwie. Natürlich könnte ich mich ins Auto setzen und da mal hinfahren. Klar, das ist gar keine Frage. Ja, aber man hat vielleicht irgendwie Angst davor, irgendwie damit konfrontiert zu werden. Wenn ich dann mal damals mal durch Bergen gefahren bin, habe ich die Augen zugemacht. Das ist einfach so mit mir passiert. Ich habe nicht gedacht, jetzt fahre ich in Bergen rein und muss die Augen zumachen. Ich habe sie einfach zugemacht. Ich weiß nicht warum. Es war halt einfach so da. Sie hat ja auch keine Oberlippe, ne? Ja. Aber Unterlippe. Mhm. Und das ist hier auch zu sehen. Keine Oberlippe, aber Unterlippe. Aber hier hat sie total die vollen Lippen. Da hat sie ja wie man so zu. Sie hat immer von uns rein, ja. In allererster Linie geht es eigentlich darum, wenn diese Frau nicht Katrin sein sollte, müssen wir uns davon persönlich überzeugen. Weil es dort Merkmale gibt, die wir als Familie an ihr erkennen, ob das die Gesichtszüge sind, Merkmale wie zum Beispiel Narben, die vorhanden sind. Die Polizei ist der Meinung, Katrin ist es nicht, auch aufgrund der bekannt gewordenen DNA-Analyse. Aber die haben es eben so beschlossen, dass wir sagen, okay, wir gucken uns das persönlich an. Ich finde, das kann einfach nicht sein. So viele Narben, so viele Merkmale. Und dann sagt die Polizei, das ist sie nicht. Das geht nicht. Aber so einen Hinweis in den ganzen Jahren haben wir ja noch nie gehabt.
Und deswegen ist es wahrscheinlich auch so was Großes für uns. Und Zweifel hat man ja immer irgendwie aus Angst der Enttäuschung, das ist ganz klar. Aber dadurch, dass Mama halt auch eine ist, die oftmals Recht hat oder immer Recht hat und gesagt hat, sie spürt das, dass sie das ist zu 100% und hat es mich dann immer wieder ermutigt. Ja, ich hoffe immer noch, dass sie das ist. Deswegen machen wir das ja, weil das auch die Kinder, auch die Jungs müssen das verarbeiten. Weil Katrin ist vom Prinzip her tagtägliches Gespräch und kriegen das automatisch mit. Ja. Also ich habe ja bisher nur die Bilder gesehen, ihre Stimme, nur auf Videos. Also die Fotos kann ich mir relativ gut merken. Tja, das ist Frau Fritsch. Genau. Tochter? Ja. Sie? Yes. Mhm. Okay. Hier, Narbe. Mhm. Ja. Ja. Hier. Ja. Und die andere ist, ne? Und hier an der Lippe, Oberlippe, hier. Was ist hier passiert? What is it? What happened to your leg? Is there anything? No, just here, my sister bite me. Ja. Ja. Ähnlichkeit ist vorhanden, ohne weiteres. Ja. Another similarity. Ja. Yeah. Ja. I'm really, really sorry. Ja, ist okay. Ja. Nicht einfach. Ja. Sounds very, very difficult. Ja, wir haben in den letzten 10 Jahren haben wir ja immer mit der Hoffnung gelebt, dass irgendwie mal was Positives kommt. Und das war was Positives. Ja. In dem Moment jetzt erstmal für uns. Natürlich. Gut.
I will pray for you. That you get in peace. Tschüss. Tschüss. Bye. Bye. Tschüss. 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 Das macht mir auch irgendwie ein bisschen Angst, muss ich sagen. Weil man sagt ja immer, Mütter haben für sowas ein Gespür. Ne? Und wenn sie dann sagt, ja, ob sie jetzt hundertprozentig davon überzeugt ist, dass es wirklich war, das weiß ich nicht und das glaube ich auch nicht. Es hat ihr einfach nur das Gefühl gegeben. Also gefühlsmäßig hat sie es so gesehen. Weil auch so eine Emotionalität da drin steckte, in diesem Treffen. Gut, aber mein Gefühl hat gesagt, dass es nicht war. Die Wunden sind nicht verheilt. Die Wunden, die sind da, weil wirklich damals alle voller Euphorie dorthin gefahren sind und dachten, dass wir, beziehungsweise die Familie wieder zusammenfindet. Und das war leider nicht der Fall. Es ist faszinierend, wie diese Fälle uns im Laufe unserer Arbeit und der langjährigen Arbeit nicht nur begleiten, sondern wie dicht die auch herankommen. Also der Fachbereich Phantombild in sich ist ganz, ganz dicht am Opfer dran. Ganz, ganz dicht. Und das Gesicht ist wie eine Landkarte. Dieser Begriff Landkarte drückt genau das aus, was ein Gesicht im Laufe des Lebens mitgemacht hat. Es ist das Spiegelbild des eigenen Lebens im Laufe der vielen Jahre. Wenn wir jetzt von Katrin ausgehen, die ja nun mittlerweile 13, 14 Jahre älter geworden ist, dann müssen wir ja davon ausgehen, dass in diesem Altersabstand irgendetwas in der Zwischenzeit ereignet hat. Das kann positiv sein, das kann negativ sein. Gehe ich vom positiven Aspekt aus, wird das Lächeln geblieben sein. Negativen Voraussetzungen, da sieht es dann so aus, dass sich das Lächeln zunehmend abflachen wird. Auch gerade um die Augen herum, um die Mundpartie herum. Nicht mehr da ist. Das Leuchten ist nicht mehr da. Es flacht ab, es wird stumpf und es ist ein ganz, ganz anderer Gesichtsausdruck. Es ist ja so, wir geben hier nur eine Prognose ab. Wir kennen die Lebensumstände von Katrin nicht. Immer vorausgesetzt, sie lebt noch. Und die Hoffnung haben wir ja irgendwo. Solange sie nicht gefunden wird, haben wir die Hoffnung, dass sie lebt. Ich habe also nur dieses Bild eben mit den schwarzen Haaren und schwarz gekleidet in Gedanken, weil das eben das Bild ist, was mit Katrin Kronert eben verbunden wird, auch von mir verbunden wird. Das andere, das ist also ein fremdes Mädel, sage ich mal, ne? So wie sie aussehen könnte bei verschiedenen Lebensumständen, ist für mich eigentlich fremd, weil ich habe sie so wie als 15-Jährige mit diesem Bild, was ja eben kurz vorher entstanden ist, bevor sie verschwunden ist, und so habe ich sie in Gedanken. Katrin, ihr zweites Abendessen? Ein bisschen Plastiksahne essen? Plastik? Nein! Guten Tag. Wie war die Schule? Wie immer. Gut. Ja, Frankie, alles fit? Tag. Grüß dich. Gehst du in das Jugendzentrum? Ja. Alles klar, viel Spaß denn. Ich muss jetzt gleich zur Mittagsschicht. Ja. Wir sehen uns ja morgen Vormittag, ne? Okay. Mach Schmucki. Ja, ich war ja damals ein Jahr alt und habe noch nichts mitbekommen. Mit der Zeit, wo man älter geworden ist, habe man immer mehr mitbekommen. Wurde mir immer mehr erzählt von meinen Eltern. Also es ist halt, wenn man älter geworden ist, kommt man das erst richtig begreifen. Und na, ja, ist natürlich, man denkt jeden Tag dran. Aber reden kann man da jetzt drüber. Ich dachte immer so, ja, wenn ich Polizist werde, hole ich Katrin selbst persönlich zurück. Aber wenn man älter wird, wird man reifer und dann merkt man, dass es irgendwie nicht funktioniert. Wenn man, ja, wenn die Polizei das nicht hinbekommt, bekommst du das sicherlich auch nicht hin alleine. Spielt einfach nur aus der Seele raus, sage ich jetzt mal. Musik ist ja, also erleichtert schon, Gitarre zu spielen oder so.
kommt drauf an, was man spielt. Wenn man was Rockiges spielt, dann, ja, wenn man was Trauriges spielt, dann Trauer halt. So, man spielt einfach nach Gefühl und dann merkt man das auch, wenn man, es geht dann einem besser, wenn man irgendwie spielt. Katrin ist ja jeden Tag in meinen Gedanken. Aber wenn man sich halt irgendwie ablenken kann, zum Beispiel mit dem Jugendzentrum, ist das. Also kommt man ja auch auf andere Gedanken dann. Tschüss, Mama. Natürlich schmerzt das, wenn man seine Mutter reinsieht oder als selber als Mutter, wenn sein Kind weg ist oder als Vater. Und die Stimmung wird trauriger, wenn wir was sehen im Fernseher oder was lesen, was hören. Ja, dann denkt man an traurige Sachen. Das Jugendzentrum ist mein zweites Zuhause. Ich bin ja schon sehr lange. Ich gehe da gerne hin, weil zu Hause ist manchmal langweilig. Dann geht man ins Jugendzentrum, weil man da seine Zeit vertreiben kann. Witzige Mitarbeiter, kann man viel machen. Frage ich Thorsten, wann er Zeit hat, wenn wir reingehen können. Fragt er, was ich spielen möchte, entweder akustische Gitarre oder E-Gitarre oder Schlagzeug. Ich mache eigentlich immer alles, da, wenn ich da bin. Und dann einfach spielen und zusammen freestylen. Tagsüber geht es, nur abends darf es nicht werden. Am Tag ist man beschäftigt und hat halt seinen Alltag und Kind und Arbeit. Und abends denkt man nach. Das habe ich oft das Gefühl. Wenn ich sitze, weil meine Eltern und meine Schwester sitzen noch da, dann denke ich, dass gerade, wenn eine Minute Schweige oder still ist, dass gerade keiner was sagt, aber jeder das im Kopf hat. Aber keiner spricht es aus. Ich habe das Gefühl, es steckt einfach nur noch Trauer irgendwie in der Familie. Dass man irgendwie nicht mehr richtig glücklich ist. Dass jeder für sich so nachdenkt und grübelt und in bestimmten Momenten alle wahrscheinlich dasselbe denken und denken irgendwie, wenn Katrin jetzt hier wäre. Das ist ein Eigenschutz, ich glaube, von jedem. Ich glaube, jeder möchte in dem Moment vielleicht gerade nicht drüber reden und ist froh, dass der andere nichts sagt. Wir machen ja immer nach der Bescherung, stellen wir uns ja immer alle zusammen, jedes Jahr, seit klein auf an. Wünschen uns dann frohe Weihnachten 2000 so und so, je nachdem, auf was das Jahr gerade fällt. Das war halt 2013. Und wenn wir alle Kinder zusammenstehen, glaube ich, denkt jeder an dasselbe und denkt so, es ist nicht mehr so, wie es früher mal war. Und es wird auch nie so sein und das kann auch keiner irgendwie ersetzen. Und man kann das auch nicht spielen oder verdrücken. Frohe Weihnachten 2000. Hallo. Danke, Kinder. Bitte. Bis zum nächsten Jahr. Umso mehr Jahre vergehen, umso schlimmer finde ich das eigentlich, weil man auf einer Stelle steht. Man kommt einfach nicht weiter, weil es gibt keine Hinweise, es gibt nichts, was man, woran man hoffen kann, woran man glauben kann, was einen irgendwie festhält. Das kann mir niemand sagen, Nadine, jetzt hör auf zu träumen. Das kann ich dir vorlegen, das kann ich dir beweisen. Warum glaubst du, dass sie noch lebt? Sowas gibt es nicht. Und erst wenn ich das habe und wirklich Fakten habe, dann kann ich mich auch damit abfinden und dann weiß ich auch gut, sie lebt nicht mehr.
Und Hasi, was gibt's Neues? Nix. Frankie? Nein. Wo ist der Ursa? Im Jugendzentrum. Okay. Da Dennis mit dir um, oder? Nein, Dennis ist mit seiner Freundin um. Okay. Naja. Wut von Katrin, so die Wut. Die staut sich. Wir wissen ja nie, was mit der ist. So, deswegen wütend. Ja, boxen oder rausgehen, Fußball spielen gehen. Ich fühle mich da frei. Dann sind meine Gedanken woanders. Ich denke immer an sie. Manchmal küsse ich auch das Bild zum Einschlafen. Kriege aber leider keinen Kuss zurück. Wäre vielleicht schöner. Manchmal nehme ich mir meine Hände und sage immer, beschütze mich. Ja, bis jetzt ist noch nichts passiert. Also beschützt sie mich. Weil ich so weiß, dass sie bei mir ist. So mir in der Nähe. Auch wenn es nur ein Foto ist, trotzdem fühlt man das. Dass die Schwester bei mir ist. Jetzt habe ich eine Freundin, die mir hilft. Manchmal denke ich echt, dass ich da Katrin neben mir habe. Ich beschütze sie auch. Was ich bei Katrin nicht machen konnte, beschütze ich mit bei der. Also bei ihr. Ich habe Bilder rausgesucht. Das habe ich abends gemacht, weil ich an sie so gedacht habe und traurig war. Habe ich gesagt, setze ich mich mal hin und mache den Film. Später selber suchen, hätte ich keine Angst vor. Aber ich weiß, ich finde sie.